Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario Odyssey Video. Heute wollen wir mal das Limit rausfinden, beziehungsweise versuchen, ob wir das Limit durchbrechen können. Und zwar das Limit von 30 Goombas. 30 Goombas kann man übereinander stacken. Ich habe es noch nie gemacht. Das ist ja allein schon eine riesige, utopisch hohe Zahl. 30 Goombas übereinander stacken. Und das kann man alles bei der finsteren Seite des Mondes. Wenn du Bock hast auf weitere Mario Odyssey Videos, Challenges oder so kleine Experimente, dann abonniere doch den Kanal. Dann verpasst du auf jeden Fall nichts. Ich würde sagen, lasst uns mit dem Experiment beginnen. So, Leute, da sind wir. Und da sind die ganzen Goombas. Dann wollen wir mal gucken, wie viel man stacken kann. Ich hoffe, diese Kugeln machen den nicht tot. So, da haben wir den ersten. 2, 3, 4, 5, 6, 7 die Kugeln. Nein! Okay, den 7. habe ich noch bekommen. 7. Ja, wir sind 7 Stück. Weiter geht's, Leute. 8. 9. 10. Oh, oh, oh. 11. 12. 13. Bloß nicht dagegen kommen. 13. 14. Leute, mal gucken, wie viel es geht. 15, 16, 17, 18. Gleich haben wir die 20 voll. 19 und 20, so. Bis 30 soll es angeblich gehen, aber ich habe ein gutes Gefühl, Leute. 21. 22, 23, 24, 25, 26 Goombas haben wir hier. Wenn wir gleich voll sind. Dann gibt es einen kleinen Trick, den ich euch zeige. Und zwar, erstmal sammeln wir die beiden hier ein. Und dann, Alter, wie groß der Turm jetzt schon ist. Mit 26 Goombas hier rüber. So, und jetzt springen die da ja nicht runter. Und jetzt werden wir mal diesen komischen Roboter mal einen verpassen. Zack, so. Weil dann neue spawnen, beziehungsweise der dann da. Der macht da jetzt schon welche neu, ohne dass ich ihn getroffen habe. Okay, Leute, muss man nicht verstehen. Aber der Turm ist so riesig. Zack, da ist der nächste. Okay, mal gucken. Vielleicht macht er ja noch ein paar Stück. Okay, da hat er gerade eine Kugel. 3 Stück. Oh mein Gott, jetzt haben wir schon 29, wenn wir die einsammeln. Da hat er einen in die Lava gesetzt. So, Leute, die nehmen wir uns jetzt mal. 28, 29 und 30, Leute. Das soll die Maximalzahl sein. Vielleicht können wir es ja nochmal erweitern. Da wollen wir gleich mal gucken. Aber, Leute, guckt euch erstmal diesen riesigen Goomba-Turm an. 30 Stück, was für ein Wurm. Das ist ein riesiger Wurm. Und alle synchron blinzeln sie. Also wirklich 30 Stück übereinander, Leute. Wie die das machen. Vielleicht gibt es ja einen Trick, dass wir noch mehr stapeln können. Wie geil wäre das denn? Ich würde so gerne jetzt eine Ground-Pound-Attacke machen, Leute. Also das ist der größte Turm, den man mit Goombas machen kann anscheinend. Ich werde gleich nochmal probieren, den Roboter zu treffen. Dass er vielleicht nochmal ein paar spawnt. So, Leute, jetzt gehen wir da nochmal hoch. Und dann versuche ich ihn nochmal zu treffen. Zack. Einmal raufspringen. So, da spawnt er tatsächlich noch welche. Nein, Leute. Nein, der Turm ist kleiner geworden. Da wurden einfach Goombas oben gelöscht. Scheiß, Leute. Egal, ich sammle die mal kurz ein. Also, wir sind auf jeden Fall kleiner geworden. Also, Mario Odyssey, das Spiel, löscht anscheinend Goombas, damit das nicht höher als 30 geht. Einfach hinter meinem Rücken. Ich habe einmal den Turm den Rücken zugedreht und es wurde sofort kleiner. Aber egal, Leute. Dafür kriegen die jetzt alle eine Ground Pound-Attacke auf den Kopf. Als Abschluss für die Challenge. Bam, Leute. Zack, so. 30 Goombas übereinander, das ist der größte Turm, den man mit Goombas machen kann. Einfach euch mal gezeigt. Vielleicht könnt ihr ja mit einem Trick irgendwie, wenn ihr den in der Kamera habt, versuchen, ihn noch höher zu machen. Wenn ihr das schaffen solltet, dann bitte tweetet mich an. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.